das ist die Elisabeth mit dem Kaugummi. Ich liebe Kaugummi. Hier sehen wir Christoph auf der Suche nach Insekten. Ein toller Mann. Genau. Hier sehen wir einen Größenvergleich. Dieser kleine Rüsselkäfer ist etwa 3-4 mm lang. Und der Elefant? 6,5 Meter. Verhältnis? Über 2000 Mal kleiner ist der Rüsselkäfer. Also wenn beide nebeneinander stehen, sie können sich gegenseitig nicht erkennen. Der eine ist zu klein und der andere zu groß. Und hier sehen wir unser Verhältnis, der Mensch im Vergleich zum Weltall. Also wenn sie sich nicht erkennen können, die zwei Kleinen, was können wir wissen von allem? Das ist auch nur ganz, ganz bescheiden. Das hier ist eine Dame, sie heißt ein Königskerzenblattschaber. Das wurde jetzt abgelesen. Sie hat das ist ein langes Wort. Sie hat festgestellt, dass oben am Blattstängel ein Männchen ist. Und jetzt ist sie den Blattstängel hochgeklettert und wartet hier auf das Männchen. Das Weibchen hat natürlich eine bestimmte Duftnote, das heißt Pheromone sind es vermutlich. Und das Männchen kann diese wahrnehmen. Und dieses hat das genau festgestellt. Hier riecht etwas sehr gut. Nein, in Deutsch sagt man hier. Doch, riechen. Riechen. Ja. Auf Schweizerdeutsch sagt man schmeckt. So, das Männchen hat das Weibchen gefunden. Das Weibchen hier im Bild. Sieht sich das Männchen an und stellt sich vor. Es präsentiert seine Duftnote und jetzt pudert er sich die Nase und macht sich noch das Make-up. Und das gehört sich so, ja, ja. Bei einem Date. Ja, das ist das erste Date, das sie da haben. So, und nun fragt sie ihn. Kleiner Mann, wie siehst du unsere Zukunft? Er ist noch nicht überzeugt. Er ist unentschlossen. Es riecht gut, aber er hat keine Ahnung, was er damit anfangen soll. Das Weibchen marschiert jetzt nach unten und erwartet eigentlich, dass das Männchen ihr folgt. Das würde zum Paarungsritual gehören. Jetzt kommt sie rückwärts, weil das Männchen hat das nicht kapiert. Jetzt fragt sie ihn nochmals, wie er die Zukunft eigentlich sieht. Und er hat keine Ahnung. Fühlt sich schon fast bedroht. Hier ist es verleidet. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Sie ist wieder nach unten geklettert und wartet offensichtlich auf einen neuen möglichen Partner. Und das hier ist der Psycho vom Hitchcock. Der Schatten oben. Im Hotel, der Duschvorhang.
Jetzt ist er doch interessiert. Ja, der Duft ist unwiderstehlich. Ja, genau da ist sie gesessen. Da riecht es besonders gut. Und nun? Kleiner Mann? Aha. Er hat die Quelle des Dufts gefunden. Er schüttelt sie. Vermutlich denkt er, es ist ein Parfümfläschchen. Aber er hat immer noch nicht verstanden. Das muss vielleicht so sein. Ja, ja. Aber immerhin, das Interesse ist jetzt riesig. So, genau. Das hat funktioniert. Aber das ist die falsche Seite. Außer natürlich. Aber Käfer sind nicht so, oder? Doch, das funktioniert jetzt. Es ist schon interessant. Die Gene müssen ihm das alles erzählen. Weil es gibt ja niemanden, der ihm das vorher erzählen kann. Der ist in diesem Jahr geschlüpft und gewachsen. Seine erste Bekanntschaft mit einem Weibchen. Aha, die Paarung hat funktioniert. Sie marschiert über seinen Kopf von vorne nach hinten und das bedeutet, die Paarung ist beendet. Und er ist jetzt ganz konsterniert da und weiß nicht mehr, was er soll. Hier sehen wir eine Singdrossel. Es wird gesagt, es sei ein häufiger Brutvogel bei uns, aber wir haben ihn wirklich erst selten gesehen. Ja, und das ist eine Teleaufnahme und schon mit etwas Software zoom und deshalb ist die Schärfe etwas dürftig, aber man höre und staune. Das hier ist ein Späher. Ein Spion. Genau. Nein, es ist eine Polierfliege oder eine Faulfliege. Sie sagen, ich habe gedacht, bestimmt es sei die Art einer Calliopum. Ein schwieriges Wort. Und warum heißt sie Faulfliege? Ist sie besonders müde? Oder? Ich denke, weil sie sich ernähren von verrottendem Pflanzenmaterial. Sie ist wirklich sehr klein. Sie ist ca. 5 mm groß. Aber sehr hübsch. Und sie hat einen riesigen Saugrüssel. Also, ja, vielleicht. Faulige Sachen, die leicht verflüssig sind. Und super schöne Augen hat sie. Ja, ja. Elegant. So metallisch glänzend. Schon schön, die kleinen Dinge. Mhm. Und sie ist schön gemächlich unterwegs.
Und das ist ein zufriedener Stein. Der glücklichste Stein, den wir gesehen haben. Auf der ganzen Welt. Er wird vom Baum so schön gehalten. Und er lächelt zufrieden. Wunderbar. So, das war's. Bis später. Dann.